Ja, hallo und herzlich willkommen. Guten Abend. Der Impuls kam, ich soll noch meine Tarotlegung machen. Also folge ich diesem Impuls und wir machen die Tarotlegung für den März. Ja, und ich habe ja am Anfang des Jahres gesagt in der Tarotlegung, dass die ersten 3 Monate extremst heftig werden und dass aber trotzdem eben auch viele Wahrheiten aufgedeckt werden. Und da sind wir ja im Moment wirklich drin. Also ich wünsche mir wirklich viel Journalismus, ich sag's mal so, die wirklich auch aufklären und beide Seiten mal wirklich betrachten. Und das ist total wichtig. Aber genau das habe ich ja gesagt. Und dann habe ich ja auch gesagt, von wegen, ich sehe eben großes Feuer und der Ätna ist ja ausgebrochen. Und es gab ja auch so schon ganz viele Unglücke. Und ja, das ist ja das, was ich eben immer wieder in den Rauhnächten dann channel für das kommende Jahr. Aber jetzt gehen wir in die Tarotlegung und für den März. Was ich aber trotz alledem noch in eigener Sache einfach mal kurz loswerden möchte, das ist ein Stück weit ja auch Werbung. ich bin zurzeit am Drehen, und zwar das große Online-Seminar. Ein Seminar wirklich für diejenigen, die noch mehr ihr eigenes Potenzial entfalten und entfachen wollen. Und da gibt es also ganz, ganz viel. Das sind insgesamt so um die 18 Lektionen. Da geht es um Aura, da geht es um die Chakren, da geht es um die Wahrnehmung, da geht es darum, wie binde ich mich an, da geht es um Engelki, da geht es um die Verbindung mit den Engeln, Jenseitskontakte und. Also das nur mal dazu, und ich werde natürlich auch ein Video dann kurz bei mir auf dem Kanal dann einstellen, wann es dann soweit ist. Also es wird ein paar Tage noch sein, aber da ist schon ganz, ganz viel abgedreht und in der Vorbereitung. Aber jetzt machen wir Tarot. So, und wir schauen mal, was der liebe März uns so bringt. Der März, das alles jetzt mal wirklich leichter wird, dann ab April. So. Dritte Woche. Und die vierte Woche im Zack. Vierte Woche fällt schon der Turm raus. Der Absprung. Na, wer weiß, wer abspringt. In der vierten Woche. Ja, und wir gucken mal, was wir für Aufgaben haben, was die geistige Welt uns mitteilen möchte. So, erste Woche. Die zweite. Oh weia, jetzt muss ich aber gleich erst noch was machen. Die dritte. Machen wir es so, dritte und die vierte Woche. Das ist, die hat sich versteckt. Leute, Leute, Leute. Also bevor es jetzt hier weitergeht, da kommt erstmal mein Ritual. Danke, danke, danke. Das geht ja gar nicht, das gehört doch am Anfang des Videos. Also danke, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr wirklich auch bei Facebook unter Medium Birgit, nur Medium Birgit,
auch da wirklich meine Beiträge liked und total klasse. Danke, danke, danke. Dieses Ritual lasst mir doch nicht nehmen. Ja. Und dann kommt die kurze Erklärung für diejenigen, die mein Video das erste Mal schauen. Ich bereite nie was vor. Ich lasse mich immer komplett leiten und führen und stecke immer erst zum Schluss die Karten auf und mache dann auch nochmal ein Foto davon. Ja, so, und meine treuen, lieben Abonnenten, die wissen das. Ja, so, und jetzt decken wir auf und gucken mal. Wow, im März geht es schon mal um Geld, um viel, viel Geld, ja. Vielleicht kommen dann die Auszahlungen endlich für die Selbstständigen und die, ja, da geht es um Geld, aber da geht es auch nochmal hier um Geld in einer anderen Konstellation. So, und jetzt gucken wir mal hier, Führungsqualitäten, ja, passt, weil da liegt nämlich auch der Hierophant. So, dann gucken wir mal. Also, in der ersten Woche im März geht es auf jeden Fall um, ja, um unsere lieben Prediger. Und unsere lieben Prediger, damit meine ich wirklich die Politiker, weil es wird ja immer gepredigt, so von wegen, ja, ne, die Auszahlung verzögern sich und. Aber hier geht es wirklich um das Geld. Um das Geld geht aber auch gleichzeitig, weil wir wirklich im Vertrauen sein sollen und im Vertrauen sein müssen. Anders kann man es gar nicht sagen. So, hier geht es aber auch darum, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch einen Streit zum Beispiel habt, weil ihr euch getrennt habt und da geht es dann eben zum Beispiel um Unterhaltszahlungen, geht da wirklich ins Vertrauen. Also die Gerechtigkeit wird da wirklich siegen. Und hier wird wirklich, das kann eben auch eine anwaltliche Person sein, hier wird ein Machtwort besprochen und dann bekommt ihr auch das Geld oder ihr bekommt Rückzahlung oder eben gleichzeitig, es gibt eben Geld. Ja? Also in der ersten Woche geht es um die materiellen Werte, das heißt eben ums Geld. Und hier ist ja Ass der Münzen, ist ja eins der höchsten Münzkarten überhaupt und da geht es wirklich darum, vielleicht bekommt ihr dann auch zum Beispiel eine Sonderauszahlung, einen Sonderbonus oder wie auch immer. Also das wird im März in der ersten Woche, da wird ein Machtwort gesprochen und da geht es eben ganz viel um Geld. Es geht natürlich auch im Weltlichen gesehen um ganz viel Geld, was ja ganz klar ist, weil es wird Geld gedruckt. Ja, da muss man auch mal für sich auch wirklich drüber nachdenken, über den Tellerrand hinausschauen. Das muss ja auch alles wieder bezahlt werden. Ja, und das ist eben auch. Und da geht es auch auf jeden Fall um die Finanzmärkte in der ersten Woche. Hier ist die Karte Führungsqualität, Erzengel Gabriel. Es ist die Zeit gekommen, die Führungskraft anzunehmen. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Start-up gründen möchtet, eure Selbstständigkeit gründen möchtet, also hier stehen die Chancen auf jeden Fall auf sehr gut. Ja, also das hier wirklich, guckt euch das an und bringt es wirklich auf den Weg und präsentiert euch. Denkt immer daran, eine Homepage zu haben und ja, dann legt einfach wirklich los. Viele machen sich ja auch im medialen Bereich, im spirituellen Bereich selbstständig. Auch das ist dann wirklich sehr, sehr gut. Dann in der zweiten Woche geht es um Lug und Betrug. Und ich habe immer das Datum bekommen um den 15. herum. Also das ist ja so die zweite, dritte Woche.
Und Lug und Betrug heißt, dass eben ganz, ganz vieles auch aufgedeckt wird. Und eben, man darf keine Angst haben vor dem eigenen Ich. Es geht aber auch darum, neue Verträge, vielleicht neue Anstellungen und auch hier gleichzeitig auch wieder um die Spiritualität, um das wirklich zu leben. Hier geht es ja wieder um diese Seelenpartnerschaft, aber das heißt ja wirklich, diese Partnerschaft mit mir selber einzugehen. Und hier ist eben dieses geliebte Wesen, Erzengel Kamuel, wo auch eben drin ganz klar ist, eben die Beziehung mit dem Seelengefährten. Und der Seelengefährte ist eben hier auch ich und mein höheres Selbst. Das ist ja auch der Seelengefährte. Und eine Partnerschaft, eine respektvolle Partnerschaft einzugehen, das heißt hier wirklich, man kann Verträge abschließen, zum Beispiel neue Arbeitsverträge, ne? Oder eben auch neue Verträge abschließen, wo man selber was auf den Weg bringen kann. Ihr kennt meine Geschichten mit der Seelenpartnerschaft im Hier und Jetzt, ne? Da bin ich, ist ja immer so mein Lieblingsthema. Aber hier geht es auch darum, das eigene Ich zu lieben, authentisch zu sein, die Wahrheit zu sprechen. Und hier wird eben ganz vieles aufgedeckt werden. Also Lug und Betrug, da wird vieles aufgedeckt werden in der zweiten Woche vom März, zweite, dritte Woche. Also wenn da schon so langsam diese Mühlen wirklich ans Laufen kommt, dass vieles aufgedeckt wird und ja, da wird schon noch eine Weile auf uns zukommen, was aber auch in Ordnung ist, weil das muss einfach sein. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. So, dann gibt es in der dritten Woche, gibt es die Welt. Dann gibt es auch, also der März, den empfinde ich natürlich vom Außen her als sehr, sehr kräftig und manipulativ, aber auch für uns selber so ein Erwecken von den Kräften, von dem eigenen Potenzial, von einem guten Instinkt. Und das ist total schön, weil die Welt heißt immer, ich kann die Welt aus den Angeln heben. Und hier ist eben dieses verletzte Herz, also Verletzungen im Außen und gleichzeitig auch wirklich Träume. Wenn man da über die Medialität, Spiritualität geht, heißt es wirklich, da fängt es wirklich an, alles zu erwachen, in einem selber auch zu erwachen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Hier kann eben auch im Außen ganz viele, klar, Verletzungen passieren. Verletzungen heißt aber, dass man für irgendwas beschuldigt wird, oder Verletzungen heißt auch, dass vielleicht etwas auseinandergeht, dass Partnerschaften auseinandergehen. Heißt aber auch gleichzeitig, achte auf deine Träume, auf die Träume und auf die Visionen, die du selber hast. Und das ist so ein Anstupser, auch eben, hey, du kannst die Welt auseinandernehmen, trau dich. Und da flog ja auch die Karte raus, der Turm, der Absprung. Und das heißt das auch, dieses Trauen, diesen Absprung. Natürlich ist es auch wieder im Außen gesehen, der Absprung, wo sich eben wirklich vieles verändert. Und die Engel haben die Botschaft für uns, den Lebensrückblick. Nimm Inventur auf. Und das passt so gut hier wieder zu der Welt, zu den Träumen und zu dem, was will ich wirklich. Und das ist so wichtig, den Instinkt, das alte Wissen, alles, was raus will, alles, was aufgebrochen wird. Und das ist wirklich mega, mega spannend und mega, mega wichtig.
Ja, und zur vierten Woche, da liegt der Sieg, da liegt die Fortuna und da liegt wirklich so wusch, sich abschütteln, weil man gar nicht mit so neuen Geschichten wirklich klarkommt. Aber hier ist auch kreatives Schreiben. Also viele, die wirklich da gut schreiben können oder eben auch Videos machen können, Podcast machen können, was auch immer. Das ist wirklich etwas, was man dann wirklich leben sollte, die Kreativität. Und hier liegt der Sieg und den Sieg wünsche ich mir natürlich, das werden wir dann sehen in der Vorausschau für den April, den Sieg, dass wir wirklich unsere Freiheit haben. Weil die Freiheit gehört dazu. Wir sind soziale Wesen. Und das ist eben hier so wichtig, die Fortuna als Glückskarte, aber hier dann auch so, da kann ich jetzt im Moment gar nicht so mit umgehen, ne? Wenn sich wieder alles so neu sortiert, neu orientiert. Also da wird die letzte Woche wird sehr, sehr spannend werden und eben hier wirklich dieses kreative Schreiben, diese Kreativität, auch da wirklich Gedanken, schreibt euch Gedanken auf, schreibt euch auch hier die Träume auf, schreibt euch eure Emotionen auf. Das ist sehr, sehr wichtig, weil diese Zeit, die wir haben, die ist schon, ja, die geht in die Geschichte ein. Die geht in die Geschichte ein. Dieses ist wirklich unfassbar und ja, ich will mich da gar nicht weiter und großartig und breit zu äußern, weil es eben ganz, ganz spannend wird, wenn so vieles wirklich dann rauskommt, aufgedeckt wird und man wirklich so innerlich spürt, es ist wie so ein Befreiungsschlag wieder. Und das ist total toll. Also der Turm kündigt schon sehr, sehr vieles wirklich an. Ja, meine Lieben, also ihr seht, im März geht es um das liebe Geld, um die Finanzen. Lug, Betrug, was aufgedeckt wird. Keine Angst vor dem eigenen Ich zu haben. Verträge, die man wirklich eingeht. Und das ist total klasse. Also ich wünsche jedem, der vielleicht, weil die Firma zugemacht hat oder sonst was, dass er da wirklich wieder ganz klar in einen Vertrag reinkommt oder eben die Öffnung der Gastronomie, dass da wieder die Leute raus können, dass dann eben auch wieder Servicekräfte gebraucht werden. Und ja, wir werden es alles auf den Weg bringen. Etwas möchte ich aber noch anmerken, weil ich höre immer so ganz oft, dass ganz viele sagen, das ist von oben geschickt, das ist ja aus der geistigen Welt, vom Universum. Sorry, aber da muss ich wirklich mal ganz klar sagen, das ist vollkommener Bullshit. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Es ist von Menschenhand gemacht und nicht von oben gesendet. Oben oder unten, die können ohne uns wunderbar leben. Mutter Erde kann wunderbar ohne uns leben, weil die sich immer wieder neu erfindet. Warum sollte man von unten oder von oben so etwas gesendet bekommen? Fragezeichen. Denkt einfach mal drüber nach. Es ist nicht von oben gesendet. Also es ist von Menschenhand gemacht. Es geht hier um Geld. Es geht um Macht. Und das merkt man ja auch, wenn man über den Tellerrand hinausschaut. Diese Machtkämpfe, die jetzt auch losgehen. Wir sind im Wahljahr, also deswegen, es ist von Menschenhand gemacht und nicht geschickt von oben.
Das nur mal so am Rande und ja, mal etwas härter ausgedrückt mit dem Wort, was mit B anfängt. Aber das muss wirklich mal sein. Ich höre das so oft, wo ich denke, hallo, warum sollte uns das Universum so leiden lassen? Sagen wir es mal so. So, und jetzt ziehen wir wie immer eine schöne Krafttierkarte. Und hier gucken aber mich zwei an. Dann nehmen wir auch diese beiden. Der Maulwurf, die Erdung, total klasse. Und Maikäfer, die Reflexion. Ja, der Maikäfer, das passt so, diese Reflexion. Dieses eigene Ich zu leben, die Reflexion des Lebens, das aufzuschreiben, ne, reflektiert es. Ganz, ganz wichtig hier. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Und Maulwurf, die Erdung, das hat eben was mit der Erdung selber zu tun. Wenn ihr euch manchmal vielleicht nicht geerdet fühlt, wo ihr so denkt, so, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich fliege hier so durch die Länder. Ich war gerade wieder, auch ich war gerade nicht geerdet. da kann ich euch nur empfehlen, esst Wurzelgemüse, Kartoffeln und Möhren, die erden einen ungemein. Also wenn ihr da nicht geerdet seid, ja, so wie ich das eben gerade war, dann gebe ich euch das als Tipp mal an die Hand. Und eben der Maikäfer, die Reflexion, was eben auch sehr, sehr wichtig ist, dieses Reflektieren, ja. Und ich bin mega gespannt, was jetzt wirklich alles ans Tageslicht kommt, was alles nach und nach wirklich aufgedeckt wird. Ja, und der Absprung und der Sieg, ja, genau das wünsche ich euch mit diesen Worten. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch fürs Zuschauen und passt gut auf euch auf. Bleibt wirklich so in eurer Mitte und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe und alles Gute. Und denkt daran, Mitte des Monats gibt es dann wieder die Legung, nicht die Legung, die Legung. Ich bin gerade auch wirklich so zweimal Medium, bitte. Ich bin irgendwie so gerade so auch nicht geerdet. Ich werde jetzt noch ein paar Möhrchen essen. Zweimal Medium bitte und da geht es um die Ernährung. Und das wird ein sehr, sehr schönes und ein ganz tolles, spannendes Thema. Also bis dahin, passt alle schön auf euch auf und wir sehen uns in gut 14 Tagen. Bis denne. Ciao, ciao.